Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. Ich bin hier wieder in der Kolesis und es gab eine Frage, ob ich nicht mal was zur Flankensteuerung machen kann. Und das mache ich natürlich gerne. Und das kombiniere ich gleich mal, weil die Flankensteuerung alleine lässt sich so nicht zeigen. Mache ich gleich mal einen Stromstoßschalter, weil da wird sie gern benutzt und das kann man auch wirklich brauchen. Ich habe dazu einfach ein neues Projekt erstmal erstellt. Das Einzige, was ich vorbereitet habe, ich habe eine Visualisierung hinzugefügt. Die ist aber noch leer. Und ich hätte gleich ganz gerne sowas, dass ich mit einem Schalter, den ziehe ich mal hier rein, da hätte ich ganz gerne, wenn ich den drücke, also eine positive Flanke da ist, dass ein Lichtlein angeht und wenn ich ihn loslasse, ein anderes Lichtlein angeht. Also ich brauche einen Schalter und zwei Lichtlein, Lampen, die ziehe ich schon mal raus. Die Lampe, die nachher die positive Flanke zeigen soll, die mache ich hier unten unter den, mit dem Hintergrund mal grün. Und die andere, die ich hier einfach auch rausziehe, mache ich mal rot. Dann sieht man auch gleich, ne, negativ rot, positiv grün. Aber das brauchen wir ja erstmal, damit wir den ganzen Kram hier steuern können, brauchen wir was. Okay, also die Kolesis hat schon Bausteine, die Flanken für uns erkennen. Das müssen wir nicht selber bauen. Und zwar sind das diese hier oben. R-Trick und F-Trick. Zur Detektierung einer fallenden Flanke bei F, wenn ihr ein bisschen drüber bleibt. Und ein Funktionsstein, Baustein zur Detektierung einer steigenden Flanke. Okay. Ich mache mal beides. Ist natürlich für ein Stromstoßrelais nimmt man natürlich eher die positive Flanke, aber ich will gleich was zeigen dabei. R-Trick, also der Trigger braucht eine Instanz, also drücke ich einmal kurz Enter, damit ich den deklarieren kann, den Baustein. Der wird hier oben als Baustein abgelegt. Dann ins zweite Netzwerk. Das kann ich einfach machen, indem ich hätte ich auch machen sollen. So, hier auf ein anderes Fenster. Nochmal das Ganze. Den zweiten Baustein, den ziehe ich direkt ins zweite Netzwerk. Und ich wollte eben auch mal zeigen, dass man es direkt machen kann. Wenn man da drauf geht, auf den Pfeil, dann ist das die negative Flankenerkennung in dem neuen Netzwerk. Enter drücken. Baustein deklarieren. Jetzt möchte ich beide mit der Variable Flanke, weil mit dem Schalter, ich nenne das einfach mal, die sollen beide Flanke sein. Und Flanke ist vom Dateityp Bool. Deswegen lässt sich das natürlich nicht hundertprozentig auch immer visualisieren, also nicht simulieren, so. Denn die Flanken sind natürlich ideale Flanken, ne? Also die sind immer blitzschnell, das sind saubere Signale, weil wir rein digital sind. Okay, jetzt habe ich zwei Flanken. Also ich habe zwar eine Flankenerkennung, so muss ich sagen. Also wenn dieses Signal, was ich damit mit dem Taster erzeuge, wenn das eine positive Flanke hat, erkennt er das da oben. Und wenn es eine negative Flanke hat, erkennt er das da unten. Und ich möchte da ganz gerne jetzt ja den Stromstoßschalter rausmachen, also quasi ein digitales Stromstoßrelais. Und das geht relativ einfach, wenn ihr ein X-Ohr nehmt. Der wird jetzt angeflatscht. Flupp. Und unten mache ich es auch. Also ne, immer da, wo es dann grün wird, kann ich die Bausteine einsetzen, also andocken so. Und hier unten, hier hinten brauche ich natürlich einen Ausgang. Da eine Zuweisung einfügen. Und diese Flanke nenne ich jetzt mal, also diese Variable nenne ich jetzt mal positive Flanke, also POS Flanke. Damit möchte ich gleich da möchte ich gleich meine Lampe mitsteuern. Dasselbe mache ich hier auch nochmal. Oh ne, bitte eine negative Flanke. Also Flanke. Und diese Werte oder diese beiden Variablen packe ich auch direkt wieder hier drauf. Also für die Punkte kann ich das immer auswählen. Hier ist meine Pose-Flanke. Das kann ich mit Doppelklick auch machen. So. Einmal Enter. Ich könnte es aber auch einfach reinschreiben. Negative Flanke. Ich habe hier unten noch ein OK. Das ist jetzt außerhalb des Bildes, weil das Fenster so groß ist. Ich kann auch unten den OK-Button drücken. Ah, hier wird... Achso. Wieso hat er den denn als Integer gemacht? Den hätten wir ganz gerne als Bool. Ups, und das war auch nicht. So,
Wie gesagt, irgendwie habe ich gerade nicht aufgepasst. Er hat mir hier einen Integer vorgeschlagen und ich habe gar nicht in das Feld geguckt, weil ich dachte, er macht immer einen Boolean raus. Kann ich oben aber nachträglich auch alles noch ändern. Okay, somit sind wir eigentlich schon fertig mit dem Programm. Das ist jetzt tatsächlich das obere, ist ein klassischer Stromstoßschalter und das untere wäre einer, der mit der negativen Flanke des Tasters arbeitet. Also eher unrealistisch. Jetzt weise ich nochmal ganz kurz, also meinem Schalter erstmal zu, dass der ein Taster sein soll. Also bei dem Elementenverhalten hier. Kann ich hier Bild-Taste auswählen und die grüne kriegt jetzt noch eine Variable. Muss man denkt dran, mal doppelt hier oben reinklicken. Dann kann ich da auch die Variablen auswählen in meiner Applikation, in meinem Baustein. Ich mache es noch ein bisschen größer. Positive Flanke. Und auch hier ist der OK-Button da unten. Und das Lampe-Variable negative Flanke. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen, sonst mache ich das gleich nochmal. Dann wird das Programm übersetzt. Ich gehe. Ah ne. Ich muss auch auf Simulation schalten. Puh. Und dann gehe ich online. Ja, er muss dann immer diese Soft, also diese Simulations-SPS quasi laden. Immer Ja drücken. Und ihr seht auch, die Symbole sind hier schon in so einer richtigen Reihe hier oben. Ne? So, Simulation starten. Und ich mache jetzt mal, ich gucke mal, dass ich das mit der Anordnung so ein bisschen hinkriege. Ich möchte die Fenster ganz gerne. Ich mache sie mal ruhig nebeneinander. Das müsste noch so gehen. Ich mache das Meldefenster hier unten mal weg. So, damit wir möglichst viel Platz haben. Und jetzt ist Folgendes. Hier liegt das Signal 0 an und hier liegt das Signal 0 an. Ne? Und trotzdem habe ich hier beide Male eine 0 am Ausgang. Das heißt, er steuert nicht mit einer 0, ne? Weil die liegt ja gerade an, sondern er wartet wirklich auf eine negative Flanke. Das möchte ich nämlich zeigen mit dem hier unten. Also, diese Flanken, die gleich erzeugt werden, die sieht man nicht. Man sieht hier quasi nichts in diesem Bereich. Das hat damit zu tun, dass die Flanke natürlich in einem Bruchteil einer Sekunde da ist. Also da kann man gleich nichts erkennen. Ich drücke mal. Simulation läuft. Brauchen wir jetzt gerade mal eine Visualisierung oder Streich. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Ich drücke einmal, dann kommt eine positive Flanke und ich halte den Taster mal gedrückt. Positive Flanke. Und geht nicht. Ich muss nochmal einmal kurz stoppen und ausloggen. Er schimpft über meine Visualisierung. Irgendwo habe ich was vergessen. Achso, der Bildtaster soll ja natürlich auch. Wo ist denn meine Variable? So, nochmal. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Der Taster soll ja Flanke drücken. Ich dachte, ich hätte das Ganze am Anfang schon gemacht. Habe ich nicht. So, das Ganze nochmal. Ihr seht, ne? Man macht da gerne mal Fehler. Wieder übersetzen. Einloggen. Play-Taste drücken. So, jetzt wird es hoffentlich besser. Das Eigenschaftenfenster, ja, das stört eigentlich nicht. Ein bisschen kleiner vielleicht. So, also nochmal das Ganze. Es tut mir leid, eine Sache vergessen. Also, hier ist jetzt quasi, der erkennt nicht, dass es eine 0 ist, sondern er wartet noch. Sonst hätte er hier im Ausgang ja jetzt eine 1. Wie gesagt, man sieht, die Einsen und Nullen da nicht so ganz gut, weil es zu schnell einfach geht. Ne? Aber deswegen, hier kann man es visualisieren. Also nochmal, ich halte den Taster gedrückt, positive Flanke. Ihr seht, das grüne Licht geht an. Und wenn ihr jetzt mal nach rechts guckt, dann habt ihr oben in dem oberen Netzwerk bei Flanke ein True, unten bei Flanke ein True. Und aber nur das grüne Licht an das obere Netzwerk hat diese positive Flanke quasi erkannt. Ne? Und wenn ich jetzt loslasse, wird die negative Flanke erkannt von dem roten. Jetzt ist der. Und das hier nicht blau ist, weil das ist wirklich im Millisekundenbereich wahrscheinlich noch schneller. Das sieht man einfach nicht. Und wenn ich wieder drücke, positive Flanke, wird erkannt. Das XOR schaltet um. Also das ist jetzt die Funktion des Stromstoßschalters. Und die rote bleibt noch an, bis ich diesen Taster hier wieder loslasse. Dann gibt es eine negative Flanke und auch der schaltet
aus. Ne? Also das Grüne plus den Taster ist jetzt ein klassischer Stromschussschalter. Ich drücke einmal, ich drücke wieder, ich drücke einmal und kann die ganze Zeit hin und her schalten. Und ihr seht, wenn ihr euch mal ganz kurz hier auf Grün und Blau, auf Grün und Rot hier so ein bisschen konzentriert, dass auch die Rote wirklich immer später angeht, nämlich genau dann, wenn der Taster wieder losgelassen wird. Und ich mache das mal. Ihr seht, ne? Leicht zeitverzögert gehen die an und gehen die aus. Okay, also diese beiden Bausteine braucht ihr für Flankensteuerung. Wie gesagt, nutzt ruhig, wenn ihr echte Schalter und sowas anschließt, also beim Schnupfen macht ruhig immer so, oder wenn ihr Probleme auf jeden Fall habt, nehmt diese Triggerbausteine. Und es gibt ja auch Signale, ja, die nicht so hundertprozentig sauber sind. Ne? Der erkennt die Flanken und mit dem XOR zusammen geht er relativ einfach, kann man Stromstoßrelais nachbauen. Ja, ich hoffe, damit konnte ich die Frage beantworten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.